Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und das ist mal wieder eine Netzstimmenfolge für die passende Playlist. Ja, Pray and Play oder so. So ist es früher, Plug and Play. Und wir haben heute den Kai Truhn hier. Bevor ich jetzt den Kai frage, was er macht, ein kleiner Werbevorspann für Kai. Kai sitzt in München und ist ein seit vielen Jahren erfahrener Digitalmensch, so im Bereich Kommunikation, Marketing, Content Marketing und so weiter. Das frage ich ihn aber gleich nochmal genauer, was da seine Spezialitäten sind. Und ist gerade im Mai 2023 sind wir jetzt auf Jobsuche. Das heißt, wenn ihr Kai, Thrun, in euer Internet eingebt, dann findet ihr ihn auf allen möglichen Plattformen. Über eine wollen wir heute besonders reden. Da kommen wir aber später zu. Und dann überwerft ihn mal mit Jobangeboten, weil Kompetenz in dieser Art ist nicht so leicht zu finden. Okay, damit fangen wir jetzt schon mal an. Hallo Kai, jetzt, obwohl ich es schon ein bisschen so erzählt habe, was du machst. Ich fange ja immer an mit. Ich habe die ja, das weißt du, von Robert Scoble geklaut, der immer seine Videos anfing mit: Wer bist du und was machst du? Ich bin Kai Truhn, hi Olli erstmal. Ja. Ich bin Kai Truhn und ich beobachte Kommunikationsströme im Internet, so würde ich es kompliziert ausdrücken. Also ich bin so eine Mischung aus IT-Nerd, Marketing-Fachmann und hängen geblieben im Internet. Ich verbringe seit 1996 zu viel Zeit im Internet und gehöre zu der Kategorie: Ach, guck mal, Facebook hat vor einer Stunde irgendwas geändert. Darüber könnte man was schreiben. Schade, dass noch nichts in der Presse steht. Oder die Presse, warum die immer so langsam ist, ne? Weil die immer nachts drucken und so. Konversationsströme ist ein schönes Wort. Ich habe mal eine Weile, habe ich als Title Conversation Evangelist benutzt. Man könnte auch sagen Digital Conversation Evangelist, aber ich finde die realen Conversations bei Barcamps und so auch nicht schlecht. Wahrscheinlich sind wir uns da auch irgendwie das erste Mal über den Weg gelaufen. Mit Weiß ich Sicherheit. gar nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, seit wann wir überhaupt irgendwo connected sind, aber du bist auch so einer von denen, wo ich sagen würde, die sind in diesem Social Realm schon seit ziemlich am Anfang da. Also ich bin zwar seit 88 online, aber war dann auch so Mitte der 90er verstärkt Websachen dann gemacht und da sind wir uns wahrscheinlich dann bei den ersten Barcamps ab 2006 irgendwann mal über den Weg gelaufen, spätestens, wenn nicht schon vorher in der Blogosphäre. Können wir das ein bisschen klar abstrakt beschreiben, ist immer gut. Können wir das ein bisschen aufspreizen, weil da gibt es ja dann so ein paar. Ich glaube, du bist auch so einer von denen, die immer mit Interesse beobachten, wenn die Schlagwörter sich ändern, wenn plötzlich das, was man so tut, plötzlich wieder anders heißt, ne? Weil Leute aus Marketinggründen das irgendwie neu erfinden, in Anführungszeichen. Was sind denn so die aktuellen Schlagworte, unter denen man dich so einsortieren würde? Also grundsätzlich sagt man mir nach, und ich sage ganz bewusst, sagt man mir nach, weil das Feld so riesig ist, dass ich Experte für digitale Kommunikation bin, was ja, ich sage jetzt mal, auch alles und nichts heißen kann. Da sind wir uns auch einig, dass es den eigentlich nicht gibt, ne? Naja, also es ist dann eben Experte für ein Teilgebiet digitaler Kommunikation. Also du kannst ja, selbst wenn du eine Webseite nimmst, kannst du ja User Experience Experte sein. Du kannst Landing Pages optimieren. Du kannst Marketing Automatisation machen. Du kannst Webdesigner sein. Du kannst Frontend Programmierer sein. Also all diese Berufswege und Zweige und Wissenshaufen, die da irgendwie stattfinden, fallen ja dann irgendwie in eine Expertise für irgendwas, was Richtung digital geht. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, dass ich habe ein sehr hohes und breit aufgestelltes Wissensportfolio, weil ich auch sicherlich das eine oder andere gesehen habe, als auch sehr wissbegierig bin und mein, ich sag jetzt mal, momentanes Fokusthema ist Twitch. Genau, darüber wollten wir ein bisschen detaillierter reden, also die anderen Keywords, die halt vielleicht so passen wären: Online-Marketing, Social Media, Content-Marketing, genau. Social-Media-Marketing. Und das sind allein ja auch schon so Felder, wo man sagen würde, da brauchst du eigentlich schon fast vier Leute für, ja, also die entsprechend tief drin sind. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es so in diesem digitalen Bereich einfach recht wenige Leute gibt, die so einen allgemeinen Überblick haben, ja, sodass,
kennen wir ja beide dieses Phänomen, dass wenn du einen Hammer in der Hand hast, sieht halt einfach jedes Problem aus wie ein Nagel, ja. Also der SEO, für den ist immer ein SEO-Problem, der Content-Marketer, für den ist immer ein Content-Problem, der Online-Marketer oder der SEA-Mensch, für den ist es, der löst immer mit SEA, egal was es ist, ja. Und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass das keine wirklich gute Herangehensweise ist. Und so die Leute, die wirklich diesen Überblick haben, als in meinem Fall um den Preis, dass ich da nicht so tief drin bin, die sind selten jetzt, du bist eher in vielen Bereichen auch noch ein bisschen tiefer drin. Bei mir ist es so, ich habe noch ein paar andere Berufshobbys und dann muss man da ein bisschen schauen. Ja, lass uns mal ein bisschen über Twitch reden. Jetzt denken die Leute, hä? Was? Ja, vielleicht schon mal gehört, vielleicht das Logo schon mal gesehen. Lass uns mal kurz klären, was ist Twitch? Also ohne die Werbetrommel jetzt für Twitch rühren zu wollen, Twitch ist die größte Streaming-Plattform auf unserem Planeten. Also tatsächlich ist Twitch einfach eine Livestreaming-Plattform, die 2010 als Zeitprojekt von Justin TV, so hieß die Firma damals, begonnen hat. Und man hat dann, also die haben auch Livestreaming gemacht, wenn man eben an 2010 denkt, war das ja technologisch sicherlich. Ich will nicht sagen, heute immer noch, aber aufgrund der technischen Struktur, die damals vorherrschte, auch ein sehr komplexes und neues Thema. YouTube war ja auch erst roundabout 4, 5 Jahre alt. Also diese ganze Videogeschichte war ja irgendwie am Entstehen. Und mit der Absplittung dieses Side-Projektes hat man gemerkt, beziehungsweise man hat auf Justin TV schon gemerkt, dass Gaming irgendwie ganz gut funktioniert und auch also es ist so stark gewachsen, dass man es dann aus der, ich sag jetzt mal, Muttergesellschaft abgekapselt hat. Und dann nahm der Erfolg, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger seinen Lauf, wurde dann irgendwann, ich muss jetzt lügen, wann es genau war, ich glaube 2013 oder 14, für schlappe 890 Millionen von Amazon übernommen. Und Amazon hat dann im Zuge seiner Zusammenführung von Diensten einen, ich sag jetzt mal, relativ smarten Move gemacht. Und zwar gibt es also man kann Streamer, da kommen wir sicherlich auch noch zu, finanziell unterstützen auf der Plattform. Und das hat Amazon über einen sogenannten Prime-Abo subventioniert. Sprich, wenn ich Amazon Prime habe, weil ich irgendwie viel bestelle oder die Services einfach nutze, ist das in dem ganzen Paket mit enthalten. Und das war natürlich auch ein riesiger Wachstumsfaktor, weil ich konnte, sage ich jetzt mal, meinem Lieblingsstreamer eben was Gutes tun und hatte aber keine Zusatzkosten mehr damit. Und ich sage jetzt mal, über die letzten Jahre dann ist Twitch auch weiter, ich sage jetzt mal, also Gaming ist sicherlich noch das große Standbein, aber auch weit darüber hinaus gewachsen, wo ganz andere Themen mit dazugekommen sind und auch andere Formate von Streams. Also ich habe gestern noch gesehen, dass Knossi, der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen, Jens Knossalla, eben von der OMR live seinen Messerundgang gestreamt hat und in dem Fall, glaube ich, zwischenzeitlich 16.000 Leute dazu geguckt haben, was die sich dann eben auf der OMR angucken. Ja. Ich glaube, das war sogar auch der Anfang, also dieser Justin, ich musste gerade mal nach dem Nachnamen gucken, Justin Kahn hieß der, aber den kannte auch jeder nur unter Justin. Und das war so einer der ersten Menschen, die haben sich wirklich einen Rucksack umgeschnallt mit Akkus und eine Kamera auf die Schulter geflanscht. Und zwar irgendwie so ein Ding, ja, also als diese Teile, also die, die einen Podcast gucken, ich zeige jetzt so einen mittelgroßen Hecht, nee, so einen kleinen Hecht. Also ich zeige genauso breit, wie mein Videobild ist. Also einfach eine größere Kamera hat er sich umgeschnallt und ist damit, glaube ich, auch primär so über Messen und so gelaufen. Ja, sei es South by Southwest wahrscheinlich oder so. Also und das war damals, haben wir gesagt, der spinnt doch. Ja, der flanscht sich da zig Kilo oder 10 Kilo Material an den Körper und läuft da durch die Gegend. Und dass das dann irgendwann so ist, dass man sowas mit sehr leichten Geräten machen kann. Das war damals, ja, vielleicht schon auch abzusehen. Aber wie schnell die Miniaturisierung läuft, das wusste man da auch noch nicht unbedingt.
Und daraus hat er dann dieses Business gemacht, also um nochmal eine Stufe zurückzugehen, ja. Weil ich finde, so Netzgeschichte finde ich auch immer ganz spannend. Die ist tatsächlich, Entschuldigung, dass ich mich unterbreche, bei Twitch Ja, auch sehr klar. interessant. Also, weil sie ja, also, und das ist wiederum, weil ich, wo ich sage, ich beobachte halt eben diese Ströme, die da stattfinden. Also, es geht jetzt mir dann im ersten Schritt meistens gar nicht darum, was wird da, passiert da, wie kann ich das aus Marketing-Sicht nutzen, sondern gerade wenn ich so auf Netzwerke stoße, gucke ich mir das erstmal, gehe einen Schritt zurück und gucke mir das an und sage, warum interessiert das überhaupt jemanden? Also warum guckt Person A, Person B zu? Was passiert da? Dann, ich sage jetzt mal, wenn es mein Interesse näher erweckt, was passiert da auch psychologisch unter den Protagonisten? Und so mache ich das eigentlich bei, ich will nicht sagen, bei jedem Netzwerk, aber es macht es dann eben einfacher, Dinge auch dann fürs Marketing zu erkennen, ob es sinnvoll ist, dort jetzt irgendwie aktiv zu werden oder nicht aktiv zu werden und genau das zu beobachten, wie die Interaktion der einzelnen, ich sage jetzt mal, Gruppierungen, Personengruppen untereinander sind und wie die Mechanismen funktionieren. Weil ich glaube, wenn du die Mechanismen verstanden hast, grundsätzlich, kannst du hinterher besser selber auch dann dort aktiv sein, wenn du das möchtest. Genau, vielleicht sollten wir jetzt noch eine kleine Geschichte machen. Und zwar, falls Menschen hier zuhören und zuschauen, die entweder über 35 oder über 45 sind, sollten wir vielleicht noch mal kurz klären, was Streaming-Schrägstriche oder Streaming von Gaming speziell bedeutet. Ja, weil Streaming kennen wir jetzt ja so als Netflix ist Streaming oder die Gamer kennen das, dass sie das Spiel gar nicht mehr bei sich auf dem Rechner haben, sondern dass das live, dass sie das praktisch auf einem Remote-Server sozusagen spielen, beziehungsweise dass es das eben gestreamt wird, wobei ich das schon komische Verwendung dieses Wortes finde. Aber Streaming von Gaming heißt ja im Endeffekt, ich gucke anderen Leuten zu, wie sie ein Spiel spielen. Und das, da könnte man jetzt sagen, dass das sehr absurd ist, aber das mache ich ja im echten Leben auch, indem ich A, entweder zu einem Fußballspiel gehe oder sogar ein Fußballspiel. Entweder im Public Viewing, da könnte man ja noch drüber reden, aber ich gucke ein Fußballspiel alleine vor dem Fernseher. Und das ist ja eigentlich auch nicht so verschieden, als wenn ich jemand beim Spielen zugucke. Vielleicht können wir mal kurz, weil ich find deinen Ansatz ganz gut. Normalerweise, also ich bin ja Kommunikations-, also beziehungsweise ich komme ja aus der Germanistik und Anglistik, aus der Literatur- und Sprachwissenschaft und ich gucke solche Plattformen immer. Ich gucke die immer an als Kommunikationskonstrukt und ich finde eigentlich deinen Blick, ja, also ich sage, wie funktioniert da, wie läuft da die Ja, Kommunikation ab, ne? Und die. da, es gibt ja auch Soziolinguistik, also Sprechen im sozialen Kontext und so, da ist ja alles, da machst du ja Psychologie und weiß der Geier was alles, also das ist so immer der Blick, den ich darauf habe. Ich finde deinen Blick ganz spannend, ich muss mir das vielleicht auch mal angewöhnen. Ja, das kommt, spielt dann bei mir schon auch mit rein, aber ich find diesen ersten Ansatz ganz gut, dass ich sage, warum sind die Leute überhaupt da? Ja, also was gibt es denen? Warum sind die da? Warum sind die nicht irgendwo anders? Was hat diese Plattform, das ist mal wieder beim Unique Selling Point, um ein bisschen Marketing-Chinesisch zu sprechen, also unser Alleinstellungsmerkmal, warum sind die hier und nicht woanders? Ne? Also was finden die hier, was sie nirgends finden? Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Und vielleicht können wir mal kurz klären, was ist eigentlich der Reiz daran oder was ist der Nutzen davon, den ich habe, wenn ich anderen Leuten beim Spielen zugucke? Da gibt es ja ganz verschiedene Motivationen. Ja, also die Frage kommt, ich will nicht sagen immer auf, aber natürlich sehr häufig. Gerade bei Personen oder Personengruppen, die mit Gaming selber nichts zu tun haben. Und was man, glaube ich, also was ich dann immer mit in den Raum werfe, ist, was man wissen sollte, dass Gaming die größte Unterhaltungsindustrie ist, die es gibt. Also es gibt keine, also größer als Filmindustrie, größer als Hollywood, also es sind ist ein Milliardengeschäft. Und das ist schon mal die erste Masse. Das zweite, was man häufig nicht weiß, ist, dass auch in Deutschland die Lanxess Arena oder die Commerz Arena, also das Frankfurter Fußballstadion, tatsächlich gefüllt wird, wenn die Weltmeisterschaften stattfinden. Also da, es ist jetzt nicht, dass die Leute nur am Computer zugucken, sondern da treffen sich dann auch 20, 30.000 Leute an einem physikalischen Ort. Also die Masse dessen, die Gaming verfolgt, ist eben
wesentlich größer, als man wahrscheinlich gesellschaftlich annehmen würde, weil man die Berührungspunkte nicht so hat wie beim Sport. So, da kennt man das. Aber der Vergleich zum Sport ist eigentlich der offensichtlichste, weil kompetitives Spielen, also Ja. in Turnieren etc., ist ja nichts anderes als Sport. Je nachdem, was ich spiele, brauche ich Reflexe. Ich muss wissen, wie es funktioniert. Ich habe Trainings, ich habe eine ganz normale also Vereinsstruktur. All diese Dinge finden dort auch statt. Und dann kommt eben, also und der Grund des Zuschauens kann ganz unterschiedlich sein. Also hängt natürlich dann auch, sag jetzt mal, vom Spiel ab, weil ich es eben selber spiele wie beim Fußball. Ich interessiere mich dafür, weil ich selber irgendwie Hobbyathlet bin. Oder das kann aber auch sein, ja. Jetzt mal so die niedrigste Motivation könnte ja sein, ich spiele das Spiel und ich komme da nicht weiter und irgendeiner erklärt mir, wie es geht. Ne? Also Ja. zum Beispiel, ja, also was weiß ich, also bei mir war es ganz banal, ich habe es dann aber nicht gemacht, aber da habe ich dann festgestellt, da gibt es Streams bei Twitch. Ich hatte so ein, das war vor der Pandemie. Da gibt es so ein lustiges Pandemie-Handyspiel, wo du bist der Virus und versuchst, die Menschheit auszurotten. Ja? Und dann musst du entscheiden, wie du mutierst und so. Und es geht super, bis du ein Pilz bist. Und wenn du also als Pilz die Menschheit auszurotten, ist sehr, sehr schwierig. Ja? Und dann habe ich bei Twitch geguckt, oder ich habe generell geguckt, wo gibt's da jemand, der das mal durchspielt als Pilz, sodass ich mal sehen kann, wie der das macht. Und dann habe ich festgestellt, gibt es auf Twitch. Danach hatte ich, glaube ich, wieder viel zu tun und dann habe ich das wieder. Aber vielleicht, wenn ich das Spiel irgendwann nochmal angehe, weil am Pilz scheitere ich einfach immer. Ja? Also das ist ja vielleicht, oder es gab ja diese Videos bei Angry Birds, ja. Wo genau muss ich als erstes hinschießen, damit diese ganze Konstruktion da runterpurzelt. Ja, da gab es irgendwelche Level, da kam man ums Verrecken nicht auf 3 Sterne. Und da brauchte man jetzt natürlich keinen Livestream, die gab es halt dann alle für jedes Level auf YouTube. Aber wenn man da irgendwo festhing und sagte, Mensch, jetzt habe ich dieses eine Ding noch, wo 3 Sterne fehlen, ja, dann ist man da halt hingegangen und hat. Also das erste ist so ein How-To, ne? So das, was in den Spielemagazinen auch gibt, so ein Playthrough, ja, so wie komme ich von A nach B? Das ist so das eine. Der zweite Aspekt ist eben das, was du sagst, dieses Kompetitive. Ich würde sagen, man kann es vielleicht bei, ich weiß nicht, diese großen Arenen, so wie ich das hier aus der ansässigen Jugend höre, also hier im Haushalt ansässigen männlichen Jugend, muss man genauer sagen, höre, ist es weitgehend League of Legends, dass die Hallen voll macht. Oder sind das noch andere Spiele? Counter-Strike sicherlich auch. Also League Mhm. of Legends ist sicherlich eines der Riesenzugpferde, die auch sehr früh darauf gesetzt haben. Und also ich muss sagen, meine semi-professionelle Gaming-Karriere liegt schon 20 Jahre zurück. Und da war das, ich sage jetzt mal, so wie es heute in Europa war, war es im asiatischen Raum schon. Also die sind ja irgendwie, was solche Sachen betrifft, eh immer viel weiter voraus irgendwie und auch viel extremer. Aber LOL, also League of Legends, ist sicherlich eines der Spiele, die relativ viele Zuschauer irgendwie aggregiert, weil es eben dann auch, und ich glaube, das ist dann eben das, wenn du das selber spielst, erkennst du auch die, ich will nicht sagen, das Können, was dort stattfindet, weil du es eben selber nicht hinkriegst, selbst wenn dir jemand sagt, wie es geht, oder eben dann auch schnelle Reaktionen zu machen oder überraschende Bewegungen im Spiel. So, und also du fängst ja dann an, mitzufiebern und eine Sympathie aufzubauen. Also im Fachjargon nennt man das gerade, und das findet nicht nur beim Streaming statt, sondern das ist auch so eine Sache, die in den Influencer-Bereich reingeht, ist ja, was stattfindet, du baust eine parasoziale Beziehung auf. Also als Konsument oder als Zuschauer, und das ist ja, also du spielst zwar, aber du gibst ja auch immer ein bisschen was von dir preis oder kommentierst auch dein Spiel ähnlich wie in Interviews oder du streamst deine Trainings oder sagst, hey, das Spiel, also du hast ja als Spieler oder als Streamer, wenn du nicht professionell spielst, weil ist ja auch ein relativ geringer Anteil der Gruppe, hast du ja immer einen gewissen Zugang, den du zulässt. Ähnlich wie, ich sage jetzt mal, auf anderen Social Media
Plattform, wo es dann die Kommentarsektionen sind oder schickt mir DMs oder weiß der Kuckuck, wie man miteinander interagiert. Und das ist ja dann die Beziehung, die du aufbaust. Also du suchst ja einen Streamer, den du, also der vielleicht dein Spiel spielt oder den du sympathisch findest, dessen Stimmenbild und Klangbild dir entspricht. Also es sind ja ganz viele Kriterien, die, ich sag jetzt mal, beim ganz normalen Kennenlernen auch stattfinden. Deswegen ist meine Empfehlung meistens immer, guck so 2 bis 3 Stunden oder lass den Streamer nebenbei laufen, weil der erste Eindruck auch mal einfach täuschen kann, also weil man den vielleicht nicht so gut findet, aber dann passieren so 2, 3 Situationen, wo man sagt, hey, das hat der clever gelöst, weil er muss ja auch noch oder sollte mehr oder weniger mit seinem Chat interagieren, das kommt ja dann als zusätzliche Komponente manchmal noch mit drauf, wo es ja dann auch darum geht, teilt er mit mir dieselbe Entscheidungsfindung, ist das im richtigen Ermessen, und da mischt sich ja die Community dann auch durchaus ein, und das sind alles so Kriterien, und ja, dann kann man in Anführungsstrichen nicht nur gamen und zocken, sondern mittlerweile, wie du halt auch schon gesagt hast, auch der Justin vor 10 Jahren, aber diese IRL-Streams, also In-Real-Life-Streams, haben ja seit, ich sag jetzt mal, 1,5 Jahren wieder an einer extrem hohen Popularität irgendwie gewonnen. Und daraus entstehen ja dann oder entstanden ja dann auch eben so Formate wie Seven vs. Wild, also die vermeintlichen YouTuber besprechen ja ihre Sachen auf Twitch dann auch. Also es besteht ja auch bei vielen eine Symbiose zwischen YouTube und Twitch, beziehungsweise auf YouTube könnte man ja auch streamen, wenn man wollte. Wobei ja, das nochmal. Was ist Wild? War so eine Serie, die wohl oder ist so eine Serie, die beide meiner Kinder gucken und die auch gemeint haben, das müssen wir unbedingt mal zusammen gucken. Ist bisher noch nicht passiert. Vielleicht können wir das mal kurz. Es ist so eine Art Big Brother im Urwald, ne? Oder so eine Art. So könnte man das. So also Big Brother meets Hunger Games oder so ungefähr, oder? Ja, genau. Also es sind 7 mehr oder weniger nicht geschulte, aber mehr oder weniger Outdoor, also es waren mal Outdoor YouTuber in der ersten Staffel, und dann hat man das so ein bisschen vermixt, auch mit Leuten, die so weniger Ahnung haben, um den Entertainment-Faktor irgendwie zu erschließen. Aber aus dieser, ich sag jetzt mal, Schnapsidee, die Fritz Meinecke, also das ist der Grundorganisator, da hatte, ist halt das erfolgreichste deutsche YouTube-Format geworden, was es jemals irgendwie gegeben hat und was irgendwie ständig irgendwelche Rekorde sprengt. Und die gehen jetzt halt in die dritte Staffel. Und auch, ich sag jetzt mal, das hat schon, also die Teilnehmer wurden in der zweiten Staffel alleine ausgesetzt und hatten dann eben GoPros dabei für eine Woche. Aber grundsätzlich also Kameras, die man um die, ich mach so ein bisschen den Boomer-Kommentar hier, Kameras, die man um die Kleine, kompakte Kameras, die hochauflösend aufnehmen können, so würde ich es formulieren, das dann am Ende, ich sag jetzt mal, zusammengeschnitten wird, um deren, ja, Höhen zu dokumentieren und witzige Situationen. Und auch da wieder ist es ja ein bisschen Voyeurismus, der bedient wird. Wenn dann, ich sag jetzt mal, man 3, 4 Tage nichts gegessen hat, ist dann die Psyche vielleicht auch mal nicht mehr in der Verfassung, wie sie sonst ist, was dann ja auch einen gewissen Unterhaltungswert bringen kann. Und aber auch die, und das ist ja dann eben, machen nicht diese Show und das ist so, ich sag jetzt mal, isoliert und singulär, sondern die sind dann eben auch auf Twitch unregelmäßig unterwegs, unterhalten sich eben mit ihrer Community, unterhalten sich untereinander. Und so ist das, ich sag jetzt mal, also ich bezeichne es immer für jemanden, der mit Twitch oder mit dem Streaming generell nichts anfangen kann, das ist halt so interaktives Fernsehen, man hat halt, der Streamer ist der Kanal, den man sich aussucht, also wie beim Fernseher auch, ich sag jetzt mal, der eine guckt RTL 2, für den nächsten ist RTL 2 vielleicht nichts und der schaltet lieber bei Arte ein, und dann gibt es Leute, die sich MTV und Viva zurückwünschen. So hat jeder seinen eigenen Geschmack und genau diese Diversität gibt es, ich sag jetzt mal, auf Twitch auch. Und so sucht sich jeder so sein Programm raus, wo dann eben neben dem Spiel, was vielleicht gespielt wird, oder umgekehrt auch, wo man den Streamer anders erlebt hat, weil es ja auch viele gibt, die spielen und andere Dinge machen, eben auch Just Chatting heißt die Kategorie, die relativ groß ist, wo tatsächlich einfach nur in Anführungsstrichen über Themen gesprochen wird, die den Streamer vielleicht bewegen oder der in irgendeinem Verein aktiv ist, oder es gibt auch einige, die zum Beispiel mit einem Nachrichtenüberblick anfangen, also die täglichen Nachrichten ihrer Branche und oder allgemeine Nachrichten durchgehen, die erste halbe Stunde dann erst in ihren Stream starten. Und
da hat man dann eben, ja, irgendwann auch einfach eine gewisse Bindung, wo man sagt, ach Mensch, da gucke ich mal rein, das war letztes Mal ganz gut. Und ich will nicht sagen, manchmal bleibt man halt länger kleben und manchmal weniger lange. Genau, vielleicht ein paar Beobachtungen oder auch Zusammenfassungen. Also vielleicht, um das Spielthema nochmal ganz kurz anzutippen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, man könnte es jetzt vergleichen, was weiß ich, ich habe jetzt einen Formel-1-Fahrer, der da fährt und mir gleichzeitig erzählt, warum er jetzt gerade was macht, ne? Oder ein Fußballspieler, der übers Feld rennt und eben eine Kamera um den Kopf geschnallt hat und erzählt, was er jetzt da macht. Und ich schließe auch nicht mal aus, dass wir das in den nächsten 10 Jahren oder so sehen, dass die Leute sagen, ich gucke mir das nicht an, wenn ich das nicht. Ja, wir haben ja schon die Kameras aus Sicht des Formel-1-Fahrers, da sind wir ja schon, ne? Ja. Aber dass der vielleicht noch mitkommentiert oder vielleicht einer mitfährt, der überhaupt nur kommentiert, als eine Art Influencer oder wie auch immer. Das haben wir jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, ich gucke kein Formel 1, aber ich glaube, davon habe ich noch nicht gehört. Also so kann man sich das vielleicht vorstellen, nur dass der halt ein Computerspiel spielt. Und dann haben wir, ich würde es jetzt mal so formulieren, so Begleitkanäle, ne? Also entweder ein Begleitkanal zu einem YouTube-Format oder so wie Snapchat. Ich glaube, meine Tochter ist zu Snapchat, weil da halt die YouTuber, die sie kannte, da ihre Snaps gesnappt haben, ja, und dann wollte sie halt Snapchat damals haben, da war sie noch ein bisschen jünger. Und dann habe ich aber auch so reine Konversationskanäle, da bin ich irgendwie auch mal in irgendeinen mal reingerutscht und habe mir das angeguckt. Ich fand es dann halt eher anstrengend. Parallel gibt es dazu, das wäre jetzt nochmal ein Thema für sich fast, gibt es dann noch Discord-Kanäle. Also man kann sich vielleicht, also Discord ist eine. Das ist da, wo kürzlich, also wir sind jetzt wie gesagt hier im Mai 2023, wo vor einem Monat etwa diese Dokumente aus dem amerikanischen Verteidigungsministerium geleakt sind. Und da hieß es immer auf einer Gaming-Plattform. Und Discord ist jetzt nicht wirklich eine Gaming-Plattform, sondern es ist eine Plattform, es ist ein, wie soll man sagen, ein Forenprogramm, könnte man es vielleicht nennen, ein Forenprogramm, auf dem ursprünglich primär Gamer sich unterhalten haben, die aber, es funktioniert so ähnlich, sage ich mal, wie Teams oder wie was jetzt die allermeisten kennen oder wie Slack, was die wenigsten kennen. Ich habe mich aber informieren lassen, ich habe mal rumgefragt, auf Mastodon natürlich, und dann wurde mir erklärt, dass Discord in der Tat die erste Plattform dieser Art war, die so eine Art, ja, im Prinzip ist es auch ein bisschen ähnlich wie IRC, Internet Relay Chat, ja, das ist so ein bisschen das Vorbild, aber das als Standalone-App. Aber wie auch immer, also das ist immer so eine, also ich habe das Gefühl, es ist so eine multimediale Geschichte, ne? Es findet auf YouTube statt, es findet auf Twitch statt, es findet im Discord statt, und also über mehrere Plattformen, vielleicht noch in Reddit oder sonst wo, und das ist so ein multimediales Geflecht, in das man eben seine, jetzt mal aus Marketing-Sicht, weil das sind ja in der Regel Menschen, die daraus einen gewissen Umsatz, wenn nicht gar Gewinn ziehen, und die so ein Geflecht aufspannen und da sozusagen ihre Fans da entsprechend reinziehen. Vielleicht noch eine Besonderheit, was mir lange auch nicht so klar war. Die Streams bei Twitch sind vergänglich. Also es ist nicht so, dass man sie nur live gucken kann, aber die gehen nach einer gewissen Zeit, gehen die weg, ne? Nee, du kannst sie auch als VOD bereitstellen. Mhm. Ich sag jetzt mal, das, wo wahrscheinlich du drauf anspielst, ist ein gewisser Zeitkorrektor. Das müsste so 2019, wenn ich mich erinnere, ja, 2019 war es, gewesen sein, wo die DMCA, also die amerikanische Behörde für Urheberrechtswerke in Ton und Film, auf die Idee kam. Also das ist ja total lustig, was ihr da macht, aber die ganzen Streamer streamen halt auch irgendwie Musik und das geht so nicht. Und dann eben mal auch Twitch auf die Finger gehauen hat und dann mussten sehr viele alte Videos sollten dann von der Plattform gelöscht werden, also was dann eben auch dazu geführt hat, bei sehr großen, auch deutschen Streamern, dass komplette Archive verloren gegangen sind über Jahre hinweg, weil da also wirklich eine relativ große Panik ausgebrochen ist, weil das auch irgendwie nicht so richtig klar war, wie sich das jetzt verhält und welche Konsequenzen das dann, ich sag jetzt mal, am Ende hat, irgendwie, unterm Strich, nach 4 Jahren Abstand kann man sagen, also wirklich, was ist nicht passiert und
Die Streaming-Community hat sich eine Grauzone geschaffen. Also nicht eine Grauzone, aber so, man streamt, also viele streamen nach wie vor noch Musik, schicken dieses Audiosignal aber an Twitch nicht mehr, somit es nicht mehr in den Videos erscheint und somit nicht mehr erkannt wird. So, das ist so der Workaround und Twitch ist da auch nicht wirklich hinterher. Also es ist so eine ganz seltsame Situation. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückspringen, nämlich du hast diesen Software-Kosmos-Baum-Netzwerk aufgemacht. Gerade wer sich für Twitch interessiert, und das ist, glaube ich, der knackende Punkt, auf Twitch selber bekommt man heutzutage keine Sichtbarkeit mehr. Das liegt einfach in der Sache der Natur, in der Sache, wie die Plattform momentan strukturiert ist, und da ist auch keine Änderung momentan in Sicht. Deswegen ist es eben notwendig für jemanden, und da ist Discord sicherlich groß drüber geworden, dass die Leute, also früher hat man Discord ganz plump dafür benutzt, ähnlich wie irgendeinen Slack-Kanal, wo man ein bisschen chatten konnte, oder ein Forum, um in Kontakt zu bleiben, wenn der Stream nicht lief. Und dass die Leute sich, also das macht man heute nach wie vor noch, aber das war so der erste Schritt. Und was man eben heute macht, ist einfach die Sichtbarkeit, die man für seinen Stream haben möchte oder benötigt, sich dann eben auf anderen Plattformen zu holen. Und YouTube ist da sicherlich dann ein Format, was dann auch sicherlich geht, sind dann eben so Sachen wie TikTok oder YouTube Shorts eben die oder Reels, wo man dann seine Highlights oder seine lustigsten Momente oder was auch immer zusammenstellt, um da für Aufmerksamkeit zu sorgen und dann, ja, ich sage es mal ganz klassisch, mit Marketingmaßnahmen und Hebeln eigentlich die Leute auf seinen Stream zu ziehen. Genau. Genau, also wie gesagt, dann habe ich das vielleicht falsch mitgekriegt. Jetzt habe ich überlegt, eigentlich wäre es doch ganz witzig, eigentlich wäre es doch ganz witzig, wenn wir mal einen Blick in Twitch werfen und vielleicht werfen wir mal einen Blick in mein Twitch statt in deins, weil deins ist wahrscheinlich voll entwickelt. Meins ist, glaube ich, ein bisschen unterentwickelt. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken, weil die haben jetzt gerade gesagt, die haben mir jetzt, ich habe das gerade versucht, während du gesprochen hast, mich da mal Twitch Login Verification Code. Mal gucken, ob das jetzt so geht oder ob ich da noch durch einen anderen. Ah ja, sehr schön. Weil dann könntest du mal so ein bisschen einfach so ein bisschen Fremdenführer spielen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Jetzt muss ich dich nur mal schnell hier auf den anderen Bildschirm werfen, damit ich auf diesen Bildschirm. Wenn ich hier an der Stelle noch einen Werbeblock einwerfen darf, das wäre ruhig, ja. Da bin ich ja froh, dass ich gerade ein Buch über Twitch schreibe. Und ach, du bist das! Und quasi darauf vorbereitet habe, dich da durchzuführen. Ich schon irgendwas, Moment. So, ja, genau. Ja, endlich ein Buch über Twitch. Du wirst lachen, da gibt es tatsächlich nicht viele. Genau, das haben wir uns angeguckt, ne? Da war nicht viel geboten, ne? Ja, und was ich auch immer, ich sag jetzt mal, wenn ich mit Branchenkollegen spreche, sage, ist, also Twitch ist ja, also all das, was man drumherum tut, kann ich halt auch im Business einsetzen. Also du lernst ja, ich sag jetzt mal, dein Audio vernünftig einzustellen, mit der Kamera zu interagieren, deine Lichtsettings zu haben. Und all das brauchst du in einem Zoom-Webinar auch. Ja. So, und ich habe fast gesagt, du brauchst vielleicht deine Settings nicht mal mehr umstellen, wenn du das einmal gemacht hast. Ja. Plus die Interaktion mit, keine Ahnung, wenn man noch irgendwie Tastenbelegungen hat oder Tastenfelder wie ein Stream Deck, wo man eben, also ein Stream Deck ist eine Hardware-Komponente, wo man Tasten individuell belegen kann. Also ich habe fast gesagt, nach der Pandemie dürfte wahrscheinlich gefühlt jeder wissen, der im Marketing arbeitet, was Stream Deck ist, aber genau diese Handhabung und Interaktion mit der Hardware und der Moderation einer Situation ist auch etwas, wo ich sage, ja, das kann ich auf Twitch sehr gut üben und muss mich dann vielleicht auch nicht, ich sag jetzt mal, direkt in das Business-Webinar geben, wo ich dann da stehe, das erste, zweite, dritte Mal und denke, was mache ich hier überhaupt? Und hoffentlich verhaspel ich mich nicht, um dann zu merken, dass das eigentlich überhaupt niemanden wirklich interessiert, ob man sich eventuell mal sprachlich verhaspelt oder irgendwas schief geht und das alles gar nicht so schlimm ist. Und von daher war das
auch für mich zwischendurch einfach auch ein bisschen eine Trainingsplattform tatsächlich. So als Übungsraum finde ich auch eine gute Idee. So, jetzt versuche ich mal, ich weiß nicht, ob das gut kommt. Ich versuche mal, dass wir gleichzeitig hier, nee, es kann sein, dass das hier gar nicht. Jetzt fängt da hier an, ein Spiel einzublenden, weil ich mich gerade verklickt habe. Aber jetzt gucke ich mal, dass ich mal meinen. Nee, das funktioniert so nicht, muss ich anders machen. Möchtest du zu deinem Kanal? Nee, ich wollte jetzt hier meinen Bildschirm freigeben und dadurch wird aber, glaube ich, das hier sowieso kleiner. Genau, dann kann ich das hier auf die volle Größe machen und wir sind da trotzdem am Rand noch zu sehen. Ja, also so sieht Twitch aus, zum Beispiel, wenn man das im Web anschaut. Genau. Es gibt natürlich auch eine dedizierte App, es gibt auch eine App fürs Handy. Also das heißt, man ist da wirklich universell vorhanden und man sieht hier auch schon, dass es hier gleich mehrere Live-Optionen hier gibt. Das muss man nur immer aufpassen, es fängt immer gleich an zu quatschen hier. So, ja, also ja. Da spielt immer jemand irgendwas, was man überhaupt nicht erkennen kann. Ja, da weiß man wahrscheinlich, wenn man das Spiel spielt, weiß man also immer, das scheint jetzt so ein Quatschkanal zu sein hier. Ja, beziehungsweise du siehst auf den einzelnen Kacheln siehst du den Namen des Kanals und darunter steht die Kategorie. Das kann auch ein Spiel sein. Das muss aber in dem. Genau, hier ist es ein Spiel, genau. Genau, das heißt, also kann sein, dass der besondere Events, die sind jetzt Twitch Meets OMR, die sind mit ihrem Twitch-Team Deutschland und einem Stand einfach auf der OMR und laufen da rum und machen da quasi einen Livestream. Genau, also X heißt Meets oder sowas, ne? Ja, genau. Habe ich irgendwann gelernt. Weiß nicht, woher das kommt. Also Crossover sozusagen zwischen Twitch ja, und OMR und die essen da Dingens. Genau, Hier das ist JamFM. Chatting, genau, das ist der, wobei das jetzt so aussieht, als ob die nicht just Chatting ist, sondern als ob die da irgendwo ja, die veranstalten irgendwie ein Gewinnspiel offenbar. Also du hast da drunter noch Text und das ist genau. Radio JamFM aus, das ist ein Radiosender aus Berlin. Ah, okay, alles klar. Ja, also du findest durchaus auch die ein oder andere Firma, die dort MyDeals zum Beispiel macht regelmäßig Streams über ihre Deals und wie man die bekommt und welche Vorteile man da hat. Also ich glaube zweimal die Woche, wenn ich mich nicht irre, ich kenne die genauen Zeiten von denen nicht, aber es ist jetzt eben, also abseits des Gamings in Anführungsstrichen, gibt es da auch durchaus Firmen, die da unterwegs sind. Hotel Genau, also Renovator, okay. vielleicht schon mal als Beispiel, ne? Ja. Hier, das ist mein neuester Kanal, der Schriftstellerverband der Bundesrepublik Deutschland, also sozusagen die Autorengewerkschaft. Ja. Vielleicht für dich als zukünftiger Autor auch interessant. Die streamen live hier von, also einerseits offenbar online, einerseits online, aber die streamen auch live zum Beispiel von den Buchmessen. Also ob sie jetzt von Leipzig gestreamt haben, weiß ich nicht. Ich meine ja, sondern die haben auch gestreamt von der Buchmesse Frankfurt. Da habe ich das mitgekriegt und folge da. Also man findet dort eben nicht nur irgendwie komische Alles. Leute oder, also nicht, dass ich da jetzt Affinitäten hätte, aber sowas gucke ich mir natürlich immer an, was da so läuft. Nämlich Konrad Adenauer Stiftung. Ja, also die machen da Games and Politics, ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob da noch irgendwas ist, was hier. Gut, der Marcus John Henry Brown, den wir beide, denke ich, kennen. Und die anderen Sachen sind jetzt schon eher so hippere Sachen. Natürlich der unvermeidbare Gronkh, ne? Also einer Älteren der Tat Gamer. Mit Minecraft-Streaming groß geworden ist, den sogar ich kenne. Wen haben wir noch? Ja, also der dritte Get on My Level TV ist der 24/7-Kanal von Montana Black, einem der größten oder wahrscheinlich der größte Deutsch-Streamer, der einfach gesagt hat, ich habe so viel Material, ich lasse das jetzt einfach meine ganzen YouTube-Videos, lasse ich jetzt wie ein TV-Sender einfach 24 Stunden lang hintereinander weg. Mit alten Stream-Aufzeichnungen einfach laufen, ohne weiteres Commentary dabei oder sonst irgendwas. Und wie du siehst, gucken da trotzdem irgendwie 600 Leute zu, um
Ja, ich helfe versucht, sich alte Kamellen sich anzuschauen. Und chatten wahrscheinlich nebenher, Die, ne? ja, genau, sicherlich Also auch. hier, genau hier wo rechts, ja, wo gerade unser Ding da läuft sozusagen parallel hier der Der Chat mit, Chat, ne? genau, der berühmte Twitch-Chat. Ein, wie soll ich sagen, ein Ding für sich. Also Magst Twitch du hat dazu ein paar Worte verlieren? sehr gerne. Also Twitch, man muss wissen, und das ist, glaube ich, das ist halt ein Punkt, den viele, also Twitch als solche, wenn man da das erste Mal draufkommt, ist sehr irritierend. Und ich verstehe, dass das sehr irritierend ist, weil man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Annahmen hat, aber gar nicht so weiß, was so los ist. Und dann hat man, konzentriert man sich auf den Stream, aber neben dem Stream ist das Kernelement eigentlich der Chat. Und das ist auch das, warum viele, auch große Streamer zum Beispiel, nicht auf eine Plattform wie YouTube wechseln, obwohl man da einen besseren Stream hätte, der Stream selber viel bessere Sachen könnte, aber auf YouTube ist der Chat einfach nicht so gut. Und der Chat hat eine gewisse Eigendynamik. Also Twitch hat eine eigene, wie sagt man, Lingo, also eine eigene Sprache. Die Emotes sind aus der Historie herausgewachsen. Also es sind teilweise Ex-Mitarbeiter, die als sehr favorisierte Emotes dargestellt werden. Also eines ist eben, also genau wo du gerade drüber gehst, Gronkh Hai, Gronkh Lurch. Jeder Streamer kann irgendwann seine eigenen Emotes erstellen und die hochladen. Und die richten sich dann nach, ich sag jetzt mal, die entwickeln sich weiter mit deinen Streams, werden von der Community auch gefordert, dass du, keine Ahnung, bestimmten Ausdruck brauchst. Oder in dem Fall sind es so klassische Sachen wie die Begrüßung, Hi, also wo Gronkh irgendwie winkt, oder das Herz mit Augen, wo so ein Wiedererkennungswert dabei ist. Und das Besondere hier ist, die Emotes bekommst du, also 5 Stück bekommst du, wenn du ihm folgst. Und die ganze Palette bekommst du, wenn du ein kostenpflichtiges, in Klammern, außer man hat Amazon Prime, wie schon erwähnt, Abonnement abschließt. Und dann bekommst du die ganze Palette der Emotes, also es hat noch weitere Vorteile für diesen Kanal, die du allerdings, und das ist der Knackpunkt, auf der ganzen Plattform verwenden kannst. Also es ist Ja, nicht, dass du wir sehen das hier, ne? Wir sehen das hier. Also das genau. heißt bei Gronkh, wir sind jetzt bei Gronkh auf dem Kanal, aber da gibt es eben auch hier ein, ne, das ist das Gronkh Wo ja, ja, aber genau, Enkia-Wave, hier weil der das den Bär vielleicht so. Elkjar Wave oder so, ja. Genau, die ersten Zeichen sind immer Enkia ist der Streamer Ja. und danach Wave wird dann das Emote sein. So, und das ist hier Lisaraz, ist wahrscheinlich der Streamer und Love ist der Emote. Das ist Ja. eben, und wenn du dann da draufklickst, siehst du auch die ganze Palette des jeweiligen Streamers, Ja. was der an Emotes hat. Ja, jetzt hier, So, ja, genau. Vicky's Hack, keine Ahnung, was sie so macht, aber die mag offenbar Füchse. So, das ist so deren, ihr Ding oder wenn es ein Ja. Herr ist, sein Ding, also wie auch immer. Und das ist noch so ein Twist, sag ich jetzt mal, wo man eben auch seinen Stream ein bisschen mit charakterisieren kann. Also, wie du eben sagst, wenn du halt Schriftsteller bist, dann ist es vielleicht ein Blatt Papier, weil man irgendwie eine Schreibblockade hat. Oder es könnte eine Schreibmaschine sein. Also es kann ja auch themenverwandt sein oder was zu einem persönlich passt. Also in meinem Fall ist es unter anderem, ich habe einen Käsekuchen-Emote, weil ich Käsekuchen liebe. So das ein oder andere Mal vielleicht zu viel Käsekuchen im Stream genascht habe, wo dann der ein oder andere Zuschauer sagt, so, okay, wir brauchen jetzt einfach mal einen Käsekuchen-Emote. Und in dem Fall, wenn ich mal was wegnasche, die sich im Chat dann quasi mit dem Emote daran beteiligen können. Und so entstehen dann gewisse Eigendynamiken, wo dann natürlich auch Standard-Emotes oder verschiedene Settings an Standard-Emotes einfach da sind, die man immer wiederkehrend nehmen kann, ganz klar, aber auch jeder eben seine Kreativität da freien Lauf lassen kann. Genau. Gut, dann fände ich es natürlich schon spannend, auch wenn wir uns jetzt nicht primär wie soll man sagen, unter der Perspektive anschauen, was kann ich damit als Unternehmen machen, ist natürlich schon so,
Ja, was kann ich denn damit als Unternehmen machen? Also gibt es da Best Practices von Unternehmen, wo du sagst, also jetzt jenseits der Frage, heuere ich jetzt vielleicht als Messe einen Influencer an oder gleich eine ganze Schwadron, die da über meine Messe läuft? Oder als Messeaussteller heuere ich da vielleicht jemanden an, der da über meine Messe läuft und sich das oder mal auf meinem Stand irgendwie streamt oder sowas. Was gibt es denn da für Optionen? Ich habe gesagt, alles, was du dir vorstellen kannst, also so blöd es klingt, es gibt, wenn du auf Durchsuchen klickst, gibt es die Kategorie machen und ich weiß es nicht. Oder klick mal oben auf Creative, ganz rechts. Und da hast du Herstellen und Basteln. Da kannst du zum Beispiel Ateliers zugucken. Also ich habe letztens einem Polsterer zugeguckt, wie der ein individuelles Sofa ge gebaut hat. Also du kannst den Leuten wirklich bei der Arbeit zugucken, wie die Dinge herstellen. Also ist jetzt nicht zwingend was mich primär interessieren würde, aber was sehr populär ist, sind Landwirte. Also Landwirte nehmen dich mit auf ihren Maschinen, wenn sie die Ernte einholen, und da gucken da auch teilweise über 1000 Leute zu. Also das ist so eine Sache, die ich jetzt, also wo ich dann für mich sagen muss, meins ist es nicht, aber ich versuche zu verstehen, was dort stattfindet. Baggerfahrer, also um es aber, ich sage jetzt mal aus der, ich kann jemandem beim Arbeit zugucken, Welt herauszunehmen für uns, ich sage jetzt mal Büroleute, Schrägstrich Marketingleute. Es gibt unter anderem zum Beispiel, gibt es Computerhersteller, die aus ihrer Werkstatt berichten, mit den Leuten zusammen einen Computer bauen und dann Hardware-Probleme lösen. Also fachgebunden und dann sagen, hey, wenn du das Problem hast, kannst du das so und so machen. Und das auch dann dafür nutzen, um zu sagen, hey, dieses Problem lösen wir im nächsten Stream. Und dann dieses Setting, was irgendwie sehr konkret ist, aufzunehmen und dann wieder, ich sag jetzt mal, Content zu haben. Also es ist nichts anderes als ein andauerndes, also du kannst ja auch ein Webinar da einfach halten, wenn du das möchtest. Das geht ja auch. Oder ich habe auch schon überlegt, ob ich mal Sprechstunden mache, wo ich tatsächlich dann live nicht Probleme, aber oftmals hat man ja, lass mal auf die Webseite gucken oder wie jetzt, was kann ich an dem Twitch-Kanal ändern, wo man das dann live betrachtet. Das ist dann halt die Live-Situation, das ist dann wahrscheinlich auch die Königsdisziplin, ich will nicht sagen in der Beratung. Aber all das geht so und natürlich, und kannst du auch über eine Messe laufen oder also den Messestand irgendwie dokumentieren. Aber genau diese Art von, was könnte jemanden interessieren und was kann ich leisten? Und das ist, glaube ich, der springendere Punkt. Was kann ich leisten und was ist überhaupt technisch umsetzbar? Ich will nicht sagen, da sind jetzt keine Grenzen gesetzt. Ich meine, das ist hier Uhrmacher, er ist Uhrmachermeister, genau. So, und zeigt halt. Ja, wie er eine Uhr zusammensetzt. So, ich meine, gucken jetzt auch 24 Leute zu. Und ja, ich will nicht sagen, er geht seiner Arbeit nach auf der einen Seite, die Leute, und das ist halt eben das, wo ich dann schaue, warum macht man das? Und das hat dann vielleicht gar keinen nicht primär einen Business-Hintergrund, aber die Leute können dabei vielleicht entspannen, finden das interessant, haben, also man geht ja nicht zu einem Uhrmacher in dem konkreten Fall und sagt, Mensch, können Sie mir mal zeigen, wie man eine Uhr zusammensetzt? Ich habe mich da schon immer für interessiert. So. Ich weiß es auch, fällt mir jetzt gerade so spontan ein, als ich mal ein Displaybruch hatte am Handy, so früher gab es sowas ja noch oder heute auch. Interessanterweise hatte ich heute Nacht mal wieder den Albtraum, dass mir das Display gebrochen ist. Aus irgendeinem Grund träume ich das so in größeren Abständen immer mal. Oder dass das ganze Handy durchbricht, sehr seltsam. Und da weiß ich, ich hatte einen Displaybruch und habe den dann gefragt, kann ich da eigentlich zugucken, ne? Wie er das repariert. Hat er gesagt, nö, dachte ich. Doof. Ja, weil interessiert hätte es mich schon. Also, als mal einer ein Displaybruch bei meinem Treo damals oder bei meinem Palm repariert hat, der hat mich zugucken lassen. Ne? Und das fand ich schon interessant, wie er den Palm mit dem Bügeleisen aufgemacht hat und so.
Der repariert ja hier scheinbar eben eher teurere Uhren, ne? Rolex, Omega, IWC und so, Breitling und so weiter. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich schon Fans, die sagen, wie sieht denn das von innen aus und so, ne? Und wie macht er das und was hat er da für Tools? Und es ist ja ganz interessant, da scheint da irgendein Messgerät am Start zu haben und so weiter, ne? Genau. Also, vielleicht, wenn ich jetzt eine Uhrmacherlehre machen würde, dann wäre das durchaus interessant, dem dazu zu gucken und mal zu gucken, was der so erzählt, ne? Also man sieht, da gibt es auch Nischen, ne, wo nicht 500 Leute zugucken, nur wie einer quatscht oder so, sondern wo auch 25 Leute halt einem total Mini-Kanal halt zuschauen. Und wir können jetzt ja auch mal davon ausgehen, dass der das nicht machen würde, wenn das nicht in irgendeiner Form, ja, also ich denke mal, dass er da irgendwie positives Feedback hat, ne? Naja, Also. also es hat ja unterschiedliche Beweggründe auf beiden Seiten. Also ich glaube, was man verstehen muss, dass die direkte Interaktion, jetzt ist hier aber mal kurz 21, 22, 23, der direkte Austausch, also dass sich jemand hinsetzt und sagt, okay, ich gucke den Stream ganz bewusst, ist eher, also die Streams laufen in der Regel nebenbei, auch Gaming-Streams. Also es ist jetzt natürlich ähnlich wie beim, also ich kann Fußball gucken und vom Sofa fiebern und voll dabei sein, oder ich kann es einfach nebenbei laufen lassen und irgendwas im Haushalt machen. Und so ist es auf Twitch genauso. Ich sage jetzt mal, was er vielleicht auch macht, ist, und das machen sicherlich auch viele, wenn die so, ich sage jetzt mal, Einzelkämpfer sind oder eben auch alleine in der Werkstatt. Die sind nicht so alleine. Die haben einen Gesprächspartner, weil sie sich mit dem Chat unterhalten. Also du hast eine Form von Interaktion, die dich ja auch ein bisschen ablenkt von der Monotonie. Genauso wie umgekehrt viele gerade in der Pandemie Twitch auch als Radioersatz benutzt haben, weil es nicht so monoton ist und jemand im Hintergrund spricht. Vielleicht, also ich habe Twitch meistens auf dem zweiten Monitor laufen, also tatsächlich als Hintergrundrauschen irgendwie, und gucke zwischendurch mal rein. Natürlich gibt es auch Situationen, wo ich sehr aktiv dann dabei bin und Situationen beobachte und wirklich dem dann meine volle Aufmerksamkeit schenke. Und das ist halt, ich sage jetzt mal, sehr unterschiedlich, aber ich glaube, das ist eben einer der Knackpunkte, von dem man sich nicht verabschieden muss, aber wo man sagen muss, das ist jetzt nicht, dass da jemand Twitch aufmacht und sehr gebannt auf den Monitor oder aufs Display guckt und voll sich in diese Welt ziehen lässt. Tatsächlich gibt es dafür dann eben auch, wenn jemand aktiv nicht zuguckt, einen Begriff, der heißt Lurk, Lurk. Ja, lurken, ja, also Genau. lauern sozusagen, ja. Genau. Was bedeutet, ich lasse den Tab offen, ich sage jetzt mal, also Twitch ist ja schon noch relativ viel am Desktop irgendwie genutzt, mache aber irgendwas anderes und schenke dir somit, und das ist eben die Geste des potenziellen Zuschauers, den einen Zuschauer, was ja, ich sage jetzt mal, gerade bei kleineren Streamern durchaus einen Unterschied machen kann. Umso mehr, ich sage jetzt mal, umso höher die Zuschauerzahl, umso näher ist man gewillt, auch mal reinzuklicken und zu gucken, was ist da eigentlich los. Weil wenn da viele zugucken, muss da irgendwie einen Grund haben, warum da viele irgendwie zugucken und wieso das so ist. Und das ist sicherlich ein Mittel. Ja. Genau, hier haben wir uns jetzt gerade eben League of Legends, ja, oder Ja. League of Legends, so League of Legends. Ja. Da kann man sich so ein bisschen die Komplexität vielleicht vorstellen. Also mein Sohn hat versucht, mir das kurz beizubringen und ich habe nach irgendwie einer Stunde aufgegeben, habe gesagt, das sind mir zu viele Tasten. Ich wollte gerade sagen, es ist halt, also Nach dem Motto. das Besondere bei League of Legends ist ja tatsächlich auch, dass man das Können des Spiels in Tastenanschlägen pro Minute misst. Was ich Ja. schon sehr, ich will nicht sagen, seltsam finde, aber es ist halt ein Kriterium für sich. Und dieses, ich glaube, 5 gegen 5 ist es, was man da spielt, mit unterschiedlichen Charakteren, muss da eine gewisse, ja, ich sag jetzt mal, Faszination irgendwie auswirken, sonst würden das die Leute auch nicht so oft spielen. Und ich glaube, dass es eben auch da, gerade bei 5 gegen 5, auch dazu kommt, dass man eben, ähnlich wie beim Sport, manche Dinge nicht voraussehen kann, die dann aufgrund von Raffinesse, menschlichen Fehlern, so will ich es jetzt nicht nennen, aber schwierigen Spielzügen einfach passieren.
Und wenn man das Spiel natürlich nicht kennt, und das ist ja bei allen Dingen so, weiß man halt nicht, was man ausfiltern muss. Und dann ist es natürlich okay, da passiert irgendwie ganz viel, wovon wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, 75% für den eigentlichen Zuschauer oder den geneigten Zuschauer gar nicht wichtig sind, was man dann eben als Spieler irgendwie selber erkennt, wo man drauf man ja tatsächlich achten muss und nicht achten muss. Na, gucken wir mal noch in Counter-Strike rein. Also wir sehen, an dem Uhrmacher haben wir jetzt hier irgendwie, da läuft zwischendurch Werbung offenbar. Ja. Das ist Fast and Furious. Also das scheint ja auch, also ja genau, also so funktioniert das dann auch, ne, dass da Werbung eingeblendet wird und offenbar der Stream-Inhaber da was von abkriegt. Ja, einen sehr geringen Teil. Ja, einen sehr geringen Teil. Twitch versucht immer mehr, die Plattform natürlich mit der steigenden Popularität zu monetarisieren. Ja. Und das ist halt ein weiterer Punkt, wenn man den Kanal dann abonniert hat, also ein kostenpflichtiges / Twitch Prime Sub oder ein geschenktes Abo hat, ich sag jetzt mal, einfach ein Abo bei dem Kanal hat, fällt auch grundsätzlich die Werbung weg. So, das ist so der nächste Punkt. Und Blast TV, Blast ist eine, ich weiß, dass ich das zufällig kürzlich recherchiert habe, halt eine Organisation, die Counter-Strike-Turniere veranstaltet, und das sind jetzt, also das Major ist eben, sage ich mal, eines der Weltmeisterschaften, ähnlich wie das ATP-Turnier beim Tennis, so könnte ich es, und also die Blast selber spielt nicht, sondern ist quasi der Fernsehkanal, der das Geschehen kommentiert. Okay. Also mit Moderation, mit Studio, genauso wie man es vom Fernsehen erkennt. Und ich meine, wir haben jetzt 11.39 Uhr auf einem Mittwoch unter der Woche und da gucken 40.000 Leute zu. Ja. So. Aber das ist global, oder? Ja. Ja. Aber jetzt, ja, genau. Also selbst bei anderen Sachen, wenn das da auf Deutsch wäre, ja, ist es auch seltsam, dass da dann 2000 Leute von ich habe mal geguckt, der etwa 1% von seinen Abonnenten haben da praktisch zugeguckt. Ja, da sieht man eben, das sind zwei Fünferteams, die da gegeneinander spielen. Und das sind zum Teil durchaus Leute, die dafür eben bezahlt werden. Ne? Und, genau, ja. Und also in dem Fall ist es halt, sind es zwei professionelle Teams mit Sicherheit. Und da sieht man aber auch eben die, gerade jetzt bei Blast sieht man, wie fortgeschritten das eigentlich und wie professionell das schon ist. Ich meine, du siehst irgendwie die Spieler, du siehst in, ich sag jetzt mal, ähnlich wie in Fernsehübersichten, wie viel Munition sie noch haben, welche Waffen sie gewählt haben, etc. Alles, was für dich irgendwie wichtig ist. Du siehst auf der Karte, wie sie sich bewegen. Also du hast ähnlich wie, ich sag jetzt mal, die Stadionperspektive wie beim Fußball, wo du sagen kannst, ja, Fußball ist vielleicht das richtige Beispiel, wie bei Formel 1, weil du es vorhin auch genannt hast, wobei Rennsimulationen nochmal auch einen ganz anderen Hype bekommen haben, aber du siehst einfach alle relevanten Informationen, die du brauchst, um, wenn du einsteigst, das Spiel zu verfolgen. So, und im Hintergrund wird sicherlich jemand sehr schnell sprachlich kommentieren, was denn gerade passiert. Und das ist, ich sag jetzt mal, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie Clips aus dem spanischsprachigen Raum von schnell sprechenden Menschen, die irgendwie Fußball kommentieren. Und so muss man sich das ungefähr vorstellen. Also das kann auch sehr erheiternd und sehr unterhaltsam sein. Und aber definitiv eine eigene Welt für sich. Ja. Zumindest interessant, hier scheint eine deutlich niedrigere Emoji-Quote vorzuherrschen. Das scheint also auch vom Streamer abzuhängen, was man da. Also tatsächlich, und das, ich will nicht sagen, muss ich sagen, aber jeder Stream ist anders und jeder Chat ist anders, weil es sich an dem Streamer orientiert. Also. Das geht bei eben Emojis los, auch was man darf und was man nicht darf. Also gerade bei Games spricht man dann eben von sogenanntem Backseat Gaming, also von der Rückbank aus irgendwie die Zügel in die Hand nehmen wollen. Einige unterbinden das und schmeißen einen dafür auch raus. Andere sagen, nee, du kannst Teil des Spiels sein, aber in gewissen Maßen. Also sag ich mal nicht, bei Geschichtsspielen, die man also nicht im Multiplayer spielt, sondern die einfach eine Story haben, wo man sagt, hey, du kannst gerne mir helfen, wenn ich danach frage, tu mir aber den Gefallen, nimm mir nicht den Spielspaß, indem du irgendwas spoilerst, was passiert, weil du vielleicht schon weiter bist. Ja. Und aber das ist dann tatsächlich von Streamer zu Streamer unterschiedlich, wie der Ermessensgrad da ist, wann man eingreift und wann man nicht eingreift.
Vielleicht mal noch eine Geschichte. Ja, wir haben es ja schon ein bisschen andiskutiert, das Thema. Warte mal, ich bin hier gerade ein bisschen irritiert, weil hier irgendwas offen ist, was nicht auf sein sollte. So. Wenn wir jetzt simulieren wir doch mal diese, ich fand diese Idee der Live-Beratung oder Sprechstunde, ich denke da auch immer drüber nach und ich scheue nur immer vom Scheduling zurück, dann jetzt zu sagen, ich bin jeden Montag von 11 bis 12 Uhr online mit dem Thema und jeden Freitag von 11 bis 12 mit dem Thema, weil das natürlich irgendwie nicht klappen wird, ja, weil wissen wir beide, da kommt mal was dazwischen, dann ist man bei einem Event, dann ist man bei der Republika oder sonst irgendwo und dann muss man da aus dem Schema raus. Aber lass uns mal ein bisschen Live-Beratung simulieren. Wenn wir jetzt eine Firma uns aussuchen könnten, die unbedingt was auf Twitch machen sollte, also ich sag mal eine, die vielleicht jeder kennt, so Bärenmarke oder keine Ahnung, Toblerone oder fällt dir irgendwas ein, wo du jetzt spontan sagen würdest, da würde mir was einfallen. Die Firma könnte eigentlich von der Zielgruppe her, von der, Naja, ja, also, vielleicht auch eine Formatidee, was man da machen ich könnte. wollte gerade sagen, die Frage ist ja nicht, ob du, also das, ich würde die Fragestellung umstellen, fällt mir eine zündende Idee ein, die ich wiederholen kann. Wo du gerade Toblerone. Bärenmarke sagst, fiel mir spontan ein, warum macht man nicht eine klassische Kochshow? So, mit Bärenmarke. Also, das wäre wahrscheinlich der Witz an der Sache. Also, wo du auch, ich sag jetzt mal, ich will nicht sagen skurrile, aber du könntest halt den ganzen Blumenstrauß an internationalen Gerichten, wo du irgendwie Bärenmarke benutzen könntest, als Kochshow machen. Ich glaube, wie bei anderen Formaten auch, ist eben da der Hebel, das Produktmarketing ein Stück weit nach hinten zu stellen und eine pfiffige Idee zu finden, um auch Content zu haben. Was du machen könntest, ich sage jetzt mal in unserem Marketing-, Beratungssektor, was auch immer, wo man sagt, ah, ich kriege das nicht so hin. Ja, das ist richtig, aber wie oft ist es, dass die FAQ-Sektion oder die Frage- und Antwort-Teil in einem Webinar völlig ausartet und man das abbricht? Der Bedarf ist ja da. Man muss ihn halt abschöpfen. Also was du machen kannst, ist, okay, ich setze mich nicht hin und biete irgendwie eine Stunde an und keiner weiß, was passiert. So, da wird wahrscheinlich wenig passieren, weil die Leute werden erst angelernt werden müssen, dass sie tatsächlich mit ihrem konkreten Problem, auch wenn das vielleicht anonymisiert ist, kommen können und dass das durchgekaut wird. Das ist ja dann der Deal, in Anführungsstrichen. Einer hat ein Problem und sagt, keine Ahnung, für mein Event kriege ich keine Tickets verkauft. So, dann ist ja die Frage, okay, was hast du gemacht? Und dann guckt man sich vielleicht die Webseite an und geht dann in die Vorschläge. Was man eben dann machen kann, ist zu sagen, hey, pass auf, wir haben einen Block von 15, 30 Minuten, da werden wir Thema X besprechen. So, ähnlich wie in einem Webinarformat. Und dann hast du, entweder kommen die Leute ja dann themenverwandt auf dich zu und sagen, ah, ich habe nochmal eine Rückfrage zu dies oder jenes. Oder, und dann ist es ja wie in jeder anderen Frage- und Antwort-Session auch, dass man von Höchstchen auf Stöckchen kommt. Aber bei der Webinarplanung, weil das ja eigentlich der Fokus ist, die Zeit meistens, ich will nicht sagen, zu gering eingeteilt hat. Aber also wenn ich jetzt sehe, irgendwie jemand hat Fragen und Antworten, 15 Minuten bei, ich sage jetzt mal, 100 plus Teilnehmern im Webinar, wo ich mir einfach denke, das ist nett, aber den Teil jetzt sie auch einfach schenken können. So, also. Ja, zumal, also was mir schon aufgefallen ist, sogar auch in Seminaren, und je weniger Leute im Seminar sind, umso gefährlicher, in Anführungszeichen, dass ein Einzelner das dann sozusagen als 1:1 Beratungssession kapert, ne? Also dann sagt, wir haben jetzt folgendes Problem, bla bla bla. Und dann musst du sagen, so aus dem Stand, das müssen wir uns genauer angucken, ja. Also das ist dann keine Verweigerung, sondern dass man sagt, ich muss das Problem erst verstehen, bevor ich sagen kann, was man da machen kann. Aber ich habe jetzt eine Idee. Zum Beispiel, man würde sagen, so, liebe Leute, ich biete Sprechstunden an zum Thema, sagen wir mal, Selbstmanagement oder sagen wir mal LinkedIn, ja, whatever. So, schmeißt bitte dort eure Fragen ein und eure Mailadresse. Und dann maile ich euch an und ich gebe euch einen Termin. Und wenn ihr an dem Termin könnt, dann besprechen wir euer Thema an dem Termin. Dann hätte ich ja einen Termin, wo ich weiß, in der Stunde spreche ich über diese drei Themen. Und dann kann ich ja immer noch sagen, okay, und wenn Gibt wir es damit noch fertig Fragen? sind, dann machen wir Open Mic. Ja, oder wir machen zu oder wir quatschen übers Wetter. Was auch immer. Das wäre natürlich ein Format. Und da habe ich den Vorteil, ich weiß, welche Themen.
und ich weiß, wann, ne? Und ich muss es nicht zwingend regelmäßig machen. Und das Ding kann ich ja, also ich kann ja dann das Video von Twitch runtersichern und zu YouTube schmeißen oder sonst irgendwo. Genau. Und Ja, wenn und du da. tatsächlich, wenn du kein, also wenn du nur normaler Twitch-User bist, in Anführungsstrichen, also noch keinen Affiliate-Status hast und somit keine Abonnements entnehmen gehen kannst, kannst du auch auf beiden, also kannst du ja auch parallel streamen, das ist ja auch möglich. Und das ist ja der Punkt, den ich immer wieder sage. Ja, also Twitch ist eine eigene Welt und ich persönlich, also ich bin ja persönlich Gamer, so von daher ist Twitch so natürlich irgendwie meine Ecke und ich finde mich da zurecht. Aber all das, also ich habe was gesagt, all das, was ich vorher in der Vorbereitung mache, ob ich das Signal nur nach Twitch schicke, zu YouTube, in einen Zoom, wie auch immer, In den Xing Live. Xing Live, LinkedIn Live, LinkedIn weiß der Live, Kuckuck, vielleicht Xing also Live, LinkedIn Live. völlig egal, wohin ich es schicke, Ja, das ja. ist, spielt ja erstmal eine untergeordnete Rolle. So, also ich Ja. muss mich also, ich will nicht sagen, davon verabschieden, dass also das zwingend dort stattfinden kann oder dass ich daraus keine Erkenntnisse ziehen könnte oder es eben parallel mache, wie es ja auch viele dann in Talks einfach machen, die dann einfach es eben auf allen Plattformen dann einfach verbreiten. Also da habe ich dann wieder andere, nicht Probleme, aber wie fange ich dann die Kommunikation auf allen wieder ein? Also es ist ja dann Das ist never-ending. eher so mein Problem. Also es gibt ja diese, ich glaube, Restream heißt es, ne? Da Ja, kann genau, ich dann Restream.io. Restream.io, da kann ich praktisch in alle Ecken gleichzeitig streamen. Aber ich habe schon einen so einen Call, wo ich gelegentlich drin bin, der läuft parallel auf LinkedIn Live und als Zoom. Ja, und ich stelle dann fest, dadurch, dass es nur ein Moderator ist und der keine Co-Moderation hat, der sieht halt dann eigentlich nur einen Kommentarstream. Ja, und den anderen sieht er eher. Oder es ist sehr anstrengend, weil du dann jemand gerade hast, der über ein Thema redet und du musst auf zwei Kanälen gucken, was wird dort gesprochen. Ja. Aber im Idealfall kannst du ja deine Community halt dann auf Twitch ziehen, zumal du, weiß ich, kann man Twitch angucken, ohne dass man eingeloggt ist, geht. Ne? Also man kann dann halt nicht interagieren, Genau. aber und Und es da. ist dann auch der Amazon-Account oder ist das, haben wir da einen separaten, das weiß ich Nee, nicht. du hast einen separaten. Also, Okay. du kannst dann deinen Amazon-Account mit deinem Twitch-Account verknüpfen, wenn du das möchtest, eben um diesen Prime-Sub dann eben zu bekommen. Das ist so der vorderwiegendste Grund. Aber wo du das gerade sagst, fallen mir ganz viele Sachen ein, die ich auf anderen Plattformen gesehen habe und da schon einbauen würde. Und das ist das, und da springe ich jetzt ganz zum Anfang, das ist diese Beobachtung, also einfach zu gucken. Weil wenn du sagst, hey, ich habe nur oder ich kann, bin vielleicht auch nur in der Lage, einen Stream, einen Kommentarstream, einen Chat zu beobachten, aus welchen Gründen auch immer, kann ich das ja als Overlay in meinem Stream mit einbinden. So machen es nämlich alle Streamer, die auf TikTok streamen. Da hast du oben die, meistens die Kamera, unten das Gameplay, sage ich jetzt mal, wenn es Gamer sind. Und in der Mitte ist ein Balken, wo steht, ich lese nur den Twitch-Stream. Wo ganz klar ist, okay, ich kann auf TikTok irgendwie zugucken. Wenn ich aber mit dem Streamer interagieren will, muss ich die Plattform wechseln. Und das meine ich mit, man kann die Dinge eben dann ins Business transformieren, wenn ich vor Herausforderungen stehe, weil du einfach die Inspiration irgendwo schon bekommen hast, also sofern man dann in der Lage ist, solche Dinge zu adaptieren. Aber, und der Rest ist ja dann tatsächlich, was möchte ich, was kann ich individuell leisten? Also, wo man eben sagt, okay, man macht diese Sprechstunde mit den drei Themen, so wie du es beschrieben hast. Okay, ich möchte das auf verschiedenen Plattformen streamen. Möchte aber nicht oder ich bin nicht bereit, das kann ja auch sein. Es ist vielleicht ein Testballon, wo man sagt, ich probiere das jetzt 3 bis 5 Mal aus, um zu schauen, ob das für mich überhaupt funktioniert und wenn ja, ob es überhaupt ankommt. Also bin ich vielleicht auch gar nicht bereit, weitere Kosten zu investieren, aus welchen Gründen auch immer. Also wo man dann sagt, hey, es gibt verschiedene Softwarelösungen, die mir die Chats und Kommentare zusammenfassen würde. Die sind aber so kostenpflichtig, dass die Kosten einfach scheue. Und dann würde ich einfach sagen, ich lege in OBS oder womit auch immer ich streame, eben einen Texthinweis oder einen Overlay rein, der mir einfach sagt, hey, wenn du dich hier interagieren, wenn du mit interagieren möchtest oder dich beteiligen möchtest, dann bitte auf der und der Plattform. So, ich hätte gesagt, ganz einfach. Und ich hätte, also wahrscheinlich ist das auch der nicht erfolgreichere Weg, aber ich würde es wahrscheinlich auch, also ich empfinde es für clever, als wenn ich
einen habe, der auf Facebook irgendwie sich verirrt hat, zwei habe, die auf LinkedIn irgendwie rumtouren. Ja, also die sehen zwar dann die eingeblendeten Kommentare untereinander, wenn ich das überhaupt zulasse, aber die kommen halt, also ich habe meine Zuschauerschaft, ich will gar nicht von Community sprechen, aber meine Zuschauer ja schon automatisch fragmentiert, so, und das wäre ein Weg. Und von daher, optimal, so, und dann ist der Kreativität in Anführungsstrichen von dem, wie man das ausgestaltet, keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, das ist eben die Herausforderung, für sich ein Format zu entwickeln, wo man sagt, das könnte für uns funktionieren. So. Gut, jetzt, eigentlich wollte ich schon Wrap-up machen, aber mir ist noch eine wichtige Frage eingelaufen. Und dann machen wir ein Wrap-up und sagen, nachdem wir jetzt eigentlich alle Fragen beantwortet haben, könnt ihr die Fragen, die nach allen Fragen noch übrig sind, hier entweder unter die YouTube-Kommentare schreiben oder bei ogok.de im Blog. Ich nehme jetzt mal an, du wirst bei dir auch einblenden, also bei, ich glaube, kaitun.de, ne? Ja. Und da schreibt ihr bitte die Fragen hin und Kai hat in dem Fall die ehrenvolle Aufgabe, an allen Stellen gelegentlich mal nachzuschauen, beziehungsweise ich alarmiere ihn dann, wenn irgendwo eine Frage auftaucht. Sehr gerne. Jetzt eine Frage noch, weil vielleicht sollten wir noch mal kurz, weil jetzt, sag mal, Bärenmarke sagt jetzt, Gamer sind nicht meine Zielgruppe. Vielleicht klären wir mal kurz. Ich glaube nämlich, dass es da einen großen Irrtum darum gibt, in welchen Alterskategorien sich inzwischen Gamer so tummeln, beziehungsweise die Twitch-User. Gibt es da irgendwelche groben Stats, dass man sagen kann, die sind zwischen 12 und 52 oder, also anders gesagt, wenn ich da jetzt was mache, welche Zielgruppe spreche ich da an? Vielleicht sowohl vom Alter her, als auch eher vielleicht von Interessengruppen her oder so. Also ich habe keine aktuellen Zahlen vorliegen, von daher ist es jetzt, ich sage jetzt mal, gefühlt, ist es sicherlich eine jüngere Zielgruppe. Ähnlich wie bei Social Media allgemein, also ich meine, ich bin 43 und bin jeden Tag auf Twitch unterwegs. Und auch im Gaming, und das sind eben so Sachen, die ich will nicht sagen, faszinierend sind. Auch jüngere Streamer haben häufig ein älteres Publikum. Und umgekehrt, also es hängt auch so ein bisschen damit ab, welches Spiel das ist und wie das funktioniert. Und also es gibt ja nicht nur das, was man kennt, Counter-Strike und League of Legends, also es gibt ja auch Leute, die irgendwie Click-and-Run-Spiele spielen, so wie gibt's denn da? Monkey Island oder sowas, also oder Rätselspiele spielen. Also es gibt auch Schach, wo 5000 Leute zugucken, was ja auch im weitesten Sinne unter Gaming fällt. Also von daher, ich persönlich würde gar nicht natürlich hast du ein großes Narrativ auf Gaming, aber ich bin ja auch, wie wir festgestellt haben, Marketing-Experte und habe irgendwie noch ein Business-Life. So. Also es ist ja eher ein Teilaspekt, ähnlich wie bei jedem anderen Hobby, was man so hat. Also der eine ist Segelflieger und natürlich erreichst du den irgendwie als Segelflieger, aber der kann genauso in seinem, ich sag jetzt mal, Hauptjob irgendwas ganz anderes machen, was damit nichts zu tun hat. Ja. Die Frage ist eher, wie man das ausgestaltet und wie lang der Atem ist, den man da mitbringt. Weil, also den wird man haben und auch. Das haben wir ein halbes Jahr oder so. Also die Frage ist, möchte ich halt aktiv. Und das ist dann eben eine sehr spannende, auch marketingstrategische Frage, die ich mir stellen muss. Möchte ich aktiv Teil der Community werden und aktiver Stream sein? Oder möchte ich also Aldi macht es zum Beispiel so, ich meine, das ist jetzt ein Riesenkonzern, aber den kennt jeder, die sind quasi Plattformen. Also es gibt halt Aldi Gaming, wo sie eben auch Turniere veranstalten. Also Aldi selber ist Dachmarke als Host einer Veranstaltung, wo sie sich der Community Nutze machen und nicht, sie haben mittlerweile, glaube ich, auch Produkte für Gamer entwickelt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also was so, also die gehen ja auch so Richtung Nutritions und so. Also all oder steht da mal ein Sessel im, so wie es immer mal so ein Linux hätte ich beinahe gesagt, so ein Android-Pad gab bei Aldi, gibt es dann vielleicht auch mal einen Gamerstuhl. Ja, aber du hast ja auch bei Aldi oder bei den grundsätzlich beim Lebensmitteleinzelhandel hast du ja mittlerweile auch Merch.
Ja, irgendwelche Socken, Schuhe, was auch immer. Also das ist, glaube ich, die grundlegende Frage. Möchte ich sage jetzt mal, primär ein Programm anbieten oder möchte ich sage jetzt mal, mein Geld nutzen, um meiner potenziellen Zielgruppe unter die Arme zu greifen? Das gab es ja in der Vergangenheit auch schon, mal gut, mal weniger gut. Also Burger King hat da mal in England vor 2-3 Jahren einen Stunt hingelegt, der kam gar nicht gut an, also wo sie irgendwie Geld gespendet haben an die Streamer, um sie zu unterstützen. Und haben dann aber in der Unterstützungsnachricht geschrieben, dass die Leute sich davon einen Burger kaufen sollen. Das ist komplett gekippt, das Ding. Also da stand dann, also ich hätte fast gesagt, Twitch stand Wut entbrannt in Flammen. Also und gleichzeitig machen das aber auch Firmen mittlerweile mit den Let's Playern, so heißen sie, glaube ich. Oder auch mit Gronkh, wo es darum geht, zum Beispiel, und wo wir dann bei dem Burger-Thema bleiben, das hat McDonald's als, ich sag jetzt mal, als Kampagne gemacht. Die sind hingegangen, haben sich jemanden mit Wissen genommen, in dem Fall, ich glaube, es war unter anderem auch Gronkh, bin mir nicht sicher. Und die sind dann hingegangen und haben dann Spenden bei den Streamern verteilt. Also haben dann vielleicht 100 Abonnements an die Community verteilt, so, mit freundlichen Grüßen. Und das war's. So, keine Verpflichtungen, kein gar nichts. Hey, wir haben, und ich sag jetzt mal, noch 3 nette Zeilen dazu, dann ist gut. So. Ich hätte gesagt, fällt ja bei den Marketing-Etats auch nicht wirklich ins Gewicht, wenn man da mal eine Kampagne fährt. Aber ich glaube, das ist eben die Weiche, die man sich stellen muss. Will ich dort aktiv sein? Und, beziehungsweise, bevor ich das schließe, es gibt ja jetzt noch den dritten Schritt mit den Pre-Stream-Ads, so wie wir sie jetzt ja auch gesehen haben, für Kinowerbung, also ganz klassisches Display-Werbung wäre auch eine Möglichkeit, weil wenn ich selber als Firma, als Konzern, als wer auch immer auf Twitch aktiv sein will, also dann habe ich mich ja mit der Plattform schon hoffentlich ein bisschen beschäftigt, dann muss ich mir, und das hängt ja dann auch sicherlich auch von den finanziellen Mitteln ab, will ich irgendwie Host sein für irgendwas, das kann ja auch eine Show sein, irgendwas im Entertainment-Bereich, was unterhält. Und solange es sich bewegt und Töne macht, kann man es bei Twitch abbilden. Ja, definitiv. Gut. Liebe Leute, wie gesagt, wenn ihr entweder beim Thema Twitch oder bei vielen anderen Social-Media-Themen irgendwie Fragen habt, sprecht den Kai an, vor allem wenn ihr da eine Stelle zu besetzen habt. Ansonsten, wie gesagt, Kommentare bitte hier unten drunter. Die Podcast-Leute müssen halt Kai Truhn, THRUN, googeln oder mit ihm in München mal eine Tasse Kaffee trinken oder zwei. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr jetzt 1,5 Stunden, ich glaube, es ist bisher einer der längeren Streams, bisher haben wir das nur in der Gruppe geschafft, 1,5 Stunden zu machen. Aber das war halt einfach mal Neuland, hätte ich es beinahe gesagt. Liebe Leute, lebt lange in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye. Tschüss.